Verrückte Welt hier. Alles klar? Wächst du auch nicht vom Allerwertesten weg, oder? Ah, zuckersüß. Sieht's aus? Kurzen Schniefer durch die Nase. Es ist Sommer. Es ist Sommer, ne? Ach, wir wollten schauen. Wir wollten ja mal schauen, was im Sommer anbaubar ist. Weil wir haben ja hier brach liegen, ne? Hallo da draußen an den Bildschirm. Was macht eigentlich unser Weizen? Wächst und gedeiht. Oh, hier ist gerade mal. Obwohl, Stücke haben wir. Steine waren es, ne? Eben mal von unserem Feld. Ja, früher. Die Oma hat immer gesagt, also, was die für Steine aufgelesen haben. Also bei uns zumindest. Von den Feldern. Aber irgendwie sind es dann immer mehr geworden. Jo. Wir haben also hier Weizen, ne? Das heißt also, Weizen brauchen wir nicht zu bunkern, um es wieder auszusehen. Bei Roggen sieht es anders aus. Heißt das eigentlich... Was du an meinem Hasen? Heißt das eigentlich auch, dass die gerade hier Weizen durchhaut? Das ist die große Preisfrage. Da ist schon wieder jemand ohne... Ohne, ne? halt ohne. Was? Gewinnung? Nee. Ah, habe ich euch schon gesagt? ich bräuchte einen neuen? Ja, okay. Ich habe es euch schon gesagt. So, Mehl aus Weizenkorn. Sehr schön. Genau. Ich denke mal, das ist wieder der Steinmensch davon, oder? Es könnte natürlich auch kein Weizen mehr da sein. Aber schauen wir mal. Ich glaube, Weizen ist noch da. Ja, haben wir noch genug. Die kann den durchhauen. Wir haben auch ein bisschen Roggenkorn. Wir haben kaum Roggenkorn. Aber im Rock. Müssten wir den dreschen, ne? Den müsste unsere Freundin dann dreschen. Apropos Roggen. Weizenkorn. Oh, man. Weizen. Zwiebelsamen. Frühjahr. Weizenkorn. Frühling, ne? Und Herbst, ja. Verdorbenes, wann pflanze ich das? Wissen wir noch nicht. Rote Beete, Frühjahr. Ich glaube, im Sommer wird gar nichts. Herbst, ganz klar. Was, nur im Herbst trocken? Echt? Sehr traurig. Obwohl Herbst, da müssten wir es vielleicht jetzt doch schnell dreschen noch. Aber ich glaube, Kohl kann man immer. Wir haben jede Menge Kohl hier, ne? Der verdirbt uns. Ja, lass mich mal verderben. Und wieso haben wir eigentlich dann kein Kohl, keine Ahnung, Samen? Gibt's sowas nicht? Wie können wir das gewinnen? So Kohl.
Wollen wir noch mal zu Edwin? Ja, wir können tatsächlich hier ein bisschen Dünger machen. Warte, das machen wir gleich tatsächlich. Warte, Entschuldigung. Ich gehe noch mal rein. Hey? Nee, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Era sie? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich jetzt irgendwas mir rein, was ich nicht wollte? Johanniskraut, Karotte, Zwiebeln, Zwiebelsamen haben wir, brauchen wir allerdings erstmal nicht. Die können wir wieder rüberhauen. Karottensamen erstmal auch. Ey, was ist noch eigentlich mit Karottensamen? Winter oder Frühjahr, okay. Ich komme nicht von der Stelle. Nur wegen dem bisschen Verdorbenen. Und den Pelzen. Stock und Stein. Was ist, wenn ich eigentlich den Stock rüber. Okay. Was habe ich denn. Habe ich doch den ganzen Kohl aufgenommen, oder was habe ich denn. Was habe ich denn jetzt darüber gehauen? Was ist denn so schwer plötzlich geworden? Ich habe irgendwas rüber. Ja, Dünger halt, ne? Ja, Dünger braucht man ja. Stroh? Na, Stroh ist aber auch kaum. Was ist denn jetzt das meiste Gewicht der Dünger? Und die Karotten. Und die Karotten. Ich würde halt den Dünger gern ausbringen, wisst ihr? Hätte ich halt so gedacht. Hier ist unser Brachesfeld, okay. Naja, gut, aber brauchen wir eigentlich gar nichts, weil man im Sommer eh nichts säen kann. Also Kohl. Wie gesagt, bei Kohl bin ich mir echt nicht sicher. Nee, Nimmel, haben wir noch ein Säckchen? Zufällig, tatsächlich. Können wir aus dem Säckchen heraus? Nee, da unten was? Dünger? Muss. Okay. Schön, wenn man das Kinderlachen hört. So, wir haben noch einmal Sommer, noch eine Sommerzeit, dann ist das Ganze schon wieder dahin. Ja, dann ist schon mal das Feld hier vorbereitet, wisst ihr? So oder so. Obwohl, wie gesagt, wir müssten eigentlich noch anderes Zeugs machen. Wir haben eigentlich viel zu tun. Düngen ist jetzt keine, nicht die größte Priorität gerade, aber ich mach's halt, ne? So, im UE. Los geht's. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, was wir machen. Außerdem müssen wir vorne dem, ich denke mal, das ist dem Schmied. Das wäre vielleicht größere Priorität gewesen, damit der seine Sensen herstellt und ein bisschen Geld in die Kasse spült. Denn ansonsten haben wir ja nur die. Ja, wir schauen mal, wie viel die jetzt tonweise schon hergestellt haben. Dann müssten wir sie vielleicht umstellen auf das Johannes-Ding jetzt bumsteln.
Gut. Das dazu. Wir essen erstmal eine kleine Vesper zwischendurch. Ist nie verkehrt. Fleisch mit Soße kommt immer gut. Ach so, ja, ich wollte noch mal schauen. So, passt auf. Wie sieht's aus in der Production? Schmiede. Kein Material. Obwohl wir doch dem jetzt Steine. Der macht doch jetzt 100% Steine, ne? Aber kann der vergessen. Wie haben wir denn eigentlich jetzt? 100% Steine. Oh, 32. Warte, wir legen mal den Dünger weg, sonst können wir keine Steine mitnehmen. Bräuchte einen größeren Rucksack. Trotzdem ist noch irgendwas richtig schwer. Ich hab hundertprozentig irgendwas rüber, was ich nicht hätte rüber tun sollen. Ja, das sieht gut aus, um ehrlich zu sein. Ja, sind halt nur vier Sicheln jetzt. Ist halt traurig. Wir schauen mal, ob wir da vorne wieder Steine mitnehmen können. Drehen Dobrynjega die verhunzten Sicheln an. Ja, kann sie auch nicht ändern. Dobrynjega, ich habe hochexklusiv qualitative Ware. Hail, friend. My wares never disappoint. Nee, du, ich habe dich nie enttäuscht. Also ich, dich, niemals enttäuscht. Bitteschön. Wartet mal. Ach, das Verdorbene habe ich auch wieder mitgenommen, Ju. Nee, Pilze. Naja. Und hier noch ein paar Federn. Aber das macht das Kraut am Ende auch nicht fett. Was ist das? Was ist das so? Ist das das Fleisch? Der Eintopf? Ja, der Eintopf. Den könnten wir. Ein bisschen. Trotzdem sehr merkwürdig, oder? Stroh, Stock. Ich gehe mal kurz zu Have a good Edwin day. und schau noch mal das Kohlproblem an. Edwin? Dreschst du? Ich müsste auch noch dreschen. Roggen. Edwin, ich müsste noch trocken. Oh, Hello. Edwin. Edwin. Du hast deine Haare echt super. Bist du die immer schön so gehabt? Ey, zeig mir mal deine Ware. Whatever you need, I've got it. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, schau mal. Cool. Sommer, ne? Ja, gerne. Wie viel braucht man denn? Machen wir 15, oder? Ja, machen wir 20. Aber nichts falsch. Glaube ich. Danke, Edwin. Goodbye. Goodbye. Kohl ist halt so ein Allerweltskraut, ne? Wie gesagt, ich habe es euch ja schon gesagt. Kohl war damals das, also neben Getreide und sowas, das Hauptnahrungsmittel schlechthin. Mit Kohl konnte man fast alles machen. Ja, eigentlich keine Stöcke, die haben wir ja nur genug. Oh man, ja, das haben wir schon das letzte Mal gehabt, das Problem, ne? Hier die Steine jetzt nur auch wieder zu finden. Oh man, oh man, oh man. Ah, hier sind ein paar. Manchmal so am Ufer sieht man mehr.
Das sind so schöne zu erkennen, ein bisschen wie hingeschüttet. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Gut, da muss ich auch weiter reinlaufen. Puh, Sonne brennt. Ganz schön. So, gut. Nächste Steine. Gib uns. Das sind große. Schauen wir hier noch ein bisschen am Ufer entlang. Es sieht nicht so aus, als ob uns das Glück hold wäre. Wir hätten noch so viel so Nebenaufgaben. Nee, da suchen wir Steine, obwohl wir obwohl wir da oben einen Steinabbauer haben, der ganz andere Steine rausbrechen könnte, als was ich hier aufsammle. Jetzt mal ganz ehrlich. Der macht mit einem Schwung seiner Schurfaxt. Ich sehe nichts hier. Mit einem Schwung seiner Schurfaxt haut er mehr Steine raus, als ich hier aufsammeln kann. Aber könnt ihr euch vorstellen, was macht der da oben? Habe ich mich schon das letzte Mal gefragt. Was genau macht der? Also irgendwie bin ich nicht gerade amused. Weiß, was das für einer ist, den wir uns da eingefangen haben. Am Ende. Er kann von mir aus den ganzen Tag hier Steine suchen. Hätten wir mehr davon. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich suche hier Steine für unseren Schmied. Und wir haben einen Steinbrecher. Glaub's nicht. Wir haben ihn auf 100% rauf. Soweit ich es noch in Erinnerung habe. Aber vielleicht greift es erst nach dem Tag hier. Ja, du. Du. Ja, du kehrst vor dich hin. Ich meine, du bist echt auch ein... Du bist ja echt ein Fleißiger, wenn man es mal richtig bedenkt. Nee, wo waren die Steine? Ah, ich hasse mein Gamepad. Habe ich das schon gesagt? Ich brauche ein neues Gamepad. Wie sieht es mit Stöcken aus? Ach, du hast keine Stöcke auch nicht. Wow. Entweder wird er schneller, aber der hat doch nur 4. So, los! Geh an deine Arbeit. Du den Blasebalg anschmeißen. Da ist überhaupt noch ein Hammer? Ja, sogar 6. Schmeiß jetzt den Ofen an. Sehr schön. Super machst du das. Bin begeistert. Was macht der da oben? Wir müssen ihm echt mal einen Besuch abstatten. Jetzt mal ganz ehrlich. Siehst du, die ist auch fleißig. Wer ist das? Das ist bestimmt ein Steinbrecher, oder? Ach nee. Das ist der Wieso stellt der nichts her, der Vasenmacher hier? Der steht da rum, Donamir. Moment, Donamir, mein Freund. Warum stehst du dumm rum? Oh, hab ich schon gesagt, dass ich einen neuen... Habe ich schon gesagt, dass ich einen neuen brauche? So. Werkstatt. Donamir. Nee, hier brauchen die eigentlich nichts. Ja, der hat halt keine Fertigkeiten. Seine Stimmung ist auch am allerwertesten. Und sie stellen Tonvasen her. Wir schauen mal kurz, wie viele Tonvasen die schon haben. Haben wir eigentlich noch Säckchen? Summe essen. Ja, 30 ist in Ordnung. Dann könntet ihr mir, zumindest könnte unsere Agnes sich umstellen, wenn es ginge. Ja, das machen sie nicht. Ne? Da ich sage, Agnes, mach du das und der das. Nee, das machen sie nicht. Also, ich glaub's nicht. Nee, das machen sie nicht.
Ich glaube es nicht, nur nicht. Das machen sie nicht. Wir müssten... komm. Wir müssten das verringern. Wir machen es mal um 50%. Und das erhöhen wir auf 50%. So, jetzt können sie sich austoben, ne? Wieso ist da oben eigentlich noch... Wegen Jagen, ne? Und wegen... Ja, Jagen. Ja, apropos... Apropos, wie sieht eigentlich unser Fleischhaus aus? Das kann natürlich auch sein, ich muss unseren Freund abziehen von den Tonvasen zum Jagen. Kann natürlich durchaus möglich sein. Naja. Schau mal hin. Also haben wir noch Karotten drin, ohne Ende. Und Kohl kommt auch wieder bald. Wenn ich denn... den mal aussehen würde, dann könnten wir Kohl rein. Ich meine, den da hinten, den lassen wir verderben, ansonsten haben wir da den Kohl, da gibt es den ganzen Herbst über von mir aus Kohlsuppe. Gibt es einfach Kohlsuppe. Soll sich nicht so anstellen. So. Das war es ja dann, ne? Mehr muss man ja hier nicht machen. Gießen oder sowas, ne? Gießen wäre halt noch was. Das ist wirklich die meditativste, die überlasse ich niemand anderen. Das Säen wird nur vom Meister persönlich übernommen. Das ist einfach die Meditation. Das ist so meditativ. Sehr schön. Alles gut? Wie geht's meiner Frau? Meiner Allerliebsten? Und meinem Sohnemann? Alles gut? Wir haben ein klitzekleines Problem. Wisst ihr hoffentlich. Ja, macht ihr mehr. Der Steinmensch da oben. Ich muss trotzdem mal raufschauen. Ich weiß, es ist... Wir haben eigentlich gar keine Zeit für sowas. Wir müssen dreschen oder was weiß ich machen. Ein Haus bauen. Wir werden jetzt auf alle Fälle... Ach, wir haben das, glaube ich, schon angezeichnet, das letzte Mal. Ich muss ja jetzt trotzdem nochmal hier raufschauen. Es nützt nichts. Jetzt mal ganz ehrlich, was macht der hier? Meister? Ist weit und breit niemand zu sehen. Braucht der? Oh, wisst ihr, was der nicht hat? Sag ich euch, ich Dummkopf, wahrscheinlich hat der kein... Hier, Steinspitzhacke. Was brauche ich denn? Holzstamm und Steine. Ja, klar. Oh, bitte, keine Steine. Das ist ja... Da beißt sich ja die Maus in den Schwanz. Okay. Das kann natürlich durchaus sein. Jetzt hauen wir dem. Hier ist nicht ein Stein. Ja, haben wir eigentlich eine? Ich würde selbst mal drauf klopfen. Verdammt, wir haben keine dabei. Mist. Wir klopfen da selbst mal drauf. Und schau mal, was da passiert. Obwohl, Johanniskraut ist, glaube ich, nicht das Problem. Ah, hier gibt es so viele Steine, ne? Und nicht ein Stein. Ah, wir könnten tatsächlich wieder ein paar Stöcke. Ah, da beißt sich echt.
Die Katze in den Schwanz. Der Hund ins Gemächt. Eieiei. Na na di na di da dai dam di da dai. Ich wollte so viel machen. Ich wollte ein Haus bauen heute. Könnte vergessen, ne? Steine. Gib mir Steine. Ich brauche. Wann ist immer zwei Steine, die sie braucht? Ja, hier ist auch Kinderlachen. Hallo, wie geht's? Ich habe leider keine Zeit, sonst würde ich nochmal einen Besuch abstatten. Ich habe, um ehrlich zu sein, eh schon viel zu viel. Nicht ein Stein, Schatten. Schau noch mal hier ein bisschen. Der hat bestimmt keine Spitze gemäßigt. Ich euch. Das ist natürlich ein Problem. Ohne Spitze. Na komm, wir machen schon mal, damit er vielleicht noch in den Abendstunden was macht. Ich glaube zwar kaum, weil es geht schon wieder den Tag. Ich nehme an, der macht schon wieder Feierabend. Also ich nehme an, der macht Feierabend. So, gib mir Holz. Am besten... Naja. Ist ein bisschen ambitioniert. Und was ist eigentlich... Komm, wir gehen nochmal rauf. Wir kommen heute tatsächlich nicht zum Hausbau. Oh, wirklich? Vier Steine. Eine Spitzhacke. Das ist ja kaum zu glauben. Also jetzt wirklich. Ich bin ja wirklich für alles offen, ne? Ja, ich trinke zu viel. Es wird gleich vorbei sein. So, jetzt schauen wir, ob wir da oben nicht vielleicht selbst ein bisschen Stein abbauen können. Ich glaube, man kann nur Kalk abbauen, um ehrlich zu sein. Wartet mal. Habe ich euch schon gesagt? Ja, es ist... Nee, bleiben wir hier. Habe ich euch schon gesagt, dass ich einen neuen Gamepad brauche? Ich will es nur mal anmerken. Moment. Wir brauchen vier Steine für ein... Kaum zu glauben. So, pass auf. Jetzt gehen wir mal an den Felsen hier ran. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich glaube, man bekommt tatsächlich nur... Hätte jetzt dort gestanden ein Stein? Ich kann es nicht glauben.
wenn das wirklich dort gestanden hätte. Ich kann es nicht glauben. Ich will es nicht glauben, wenn er dort gestanden hätte. Ich habe aus dem ganzen Zeugs hier einen Stein rausbekommen. Na denn, wenn das so ist, dann wundert es mich nicht. Zwei Steine. Oh my goodness. Vor allen Dingen sind wir heillos überladen von den drei Steinen, die wir hier haben. Oh je, oh je. Die Idee war gut. Wie viel? Ein. Komm, wir hacken nochmal irgendwo drauf. Hier. Ich kann es irgendwie immer noch nicht fassen. Also, das Ding da oben war völlig für die Katz. Ja, ich wollte eigentlich das Stein sammeln, wollte ich vermeiden, wisst ihr? Das war mein großes Ansinnen. Aber schön. Aber am Ende ist es, wie es ist. Sie haben schon wieder aufgehört. Wenn ich noch schufte hier, wie ein Tier. Kalkstein. Jetzt haben wir durch den blöden Kalkstern. Ich mag ihn auch nicht wegschmeißen, unbedingt. Wir schmeißen ihn dann am Ende so oder so weg. Aber. Nicht ein Stein. Was haben wir denn jetzt schon wieder so viel? Achso, der Holzstamm. Nee, wir haben keinen Holzstamm. Wir haben gar keinen Holzstamm mehr. Was haben wir denn so viel? Ach, die Spitze. Ja, die kann man rüber tun. Sehr schön. Mhm. Das Säckchen. Na, es ist noch relativ. Wie sieht es eigentlich jetzt aus mit Stein? Nur mal so das Gag. Wie viel ist denn? 26. Echt? 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 Hat es wirklich dran gelegen? Kriegt mir jetzt Steine ohne Ende, dass das Materiallager überschwallt? Dann will ich nichts gesagt haben. Dann will ich wirklich nichts gesagt haben. Wir essen mal einen Topf. Essen sogar zwei Eintöpfe. Dann will ich wirklich nichts gesagt haben. So, hier sind wir jetzt fertig, ne? Wir schauen nochmal zum Haus rauf. Ja, da können wir gleich ein bisschen Holz mitnehmen, ne? Wenn wir zum Haus rauf schauen. Ich denke auch, dass wir über kurz oder lang wieder unseren Freund in der Holzproduktion einsetzen müssen. Wenigstens, dass wir so tun, als ob wir irgendwas gemacht haben. Schau mal hin, so viel ist es gar nicht. Das ist beinahe doch ein langer Weg. Ich habe beinahe ein bisschen viel mitgenommen.
Ja gut, solange ich jetzt hier rauf ächze und überladen bin. Was machen wir morgen? In der letzten Phase. Was machen wir in der letzten Phase? Wir könnten noch auf das Feld, wo die Karotten waren, auf das andere Feld, dort könnte man noch einen Rest an Kohl hin. Haben wir noch Kohlsamen? Haben wir noch Kohlsamen? Ja. Da könnten wir tatsächlich noch die Kohlsamen hinbauen. Das wäre eine Idee. Wo haben wir uns denn eigentlich das angezeichnet? Irgendwo da oben? Wir haben es doch schon hingeplumpelt. Ich könnte es... Warte mal, haben wir irgendwo einen Bauhammer? Hier. Oh, da brauchen wir genau die 10. Schau mal hin. Seid zufrieden, da ich meine 10... Da ich meine 10 Stämme mitgenommen habe. Wer hätte es gedacht? Ne, mach mal. So. Oh, da brauchen wir auch 10. Nochmal 10. Ja gut, das machen wir noch. Auf alle Fälle. Die hole ich noch. Die schleppen wir noch rauf. Trinken aber erstmal was. Leckeres Brunnenwasser. Kühl. Und lecker. Werdet ihr mal unsere erste Bierbrauerei hier. Dann geht's ab. Jetzt sind wir den ganzen Tag nur besoffen. Na, schaut mal hin. Dann brauchen wir am Ende doch unseren Meister. Unseren Meister wieder. So, denn, ja, wie gesagt, na, vielleicht wird es doch noch was mit den Steinen da oben. Vielleicht war es gar nicht so schlecht. Aber was, wir bauen jetzt das und dann haben wir noch eine, dann haben wir noch eine frei. Na? Wir haben dann noch eine frei. Was bauen wir? Das ist jetzt die große Preisfrage. Was für ein, eher, eine Fischerei. Das hätten wir. Ja, aber am Ende können wir die ja verpflegen mit unserer Landwirtschaft. Also eine Fischerei pressiert jetzt nicht. Ne? Ist jetzt nicht das, was jetzt so ganz dringend sein müsste. Kräuter na, ist jetzt auch nicht so das. Ein Koch, meh. Vielleicht doch. Gehen wir in diese Nähereien über? Weil wir haben doch Pilze und so Zeug, wisst ihr? Das schauen wir uns nochmal genau an. Jabadai. Wie viele Stücke brauchen wir da? Jede Menge. Aha. Hui! So. Wir holen uns mal noch 4 Baumstämme. Ein bisschen... Ne, brauchen wir eigentlich keine Stücke mehr, oder? Wir holen uns mal noch 4 Baumstämme. Und dann lassen wir es aber für heute gut sein. Ups.
Gut. Dann zimmern wir noch ein bisschen drin rum. Zum Beispiel das hier. Batsch. Die Tür lassen wir mal noch auf. Schön. Jetzt fehlen uns Stöcke. Wie viel? 8. Also 7. Nee. 3. Fünf, 8. Gut. Gut, gut. Sehr schön. Dann haben wir's. Hoppa. So. Sieht schon halbwegs nach dem Haus aus. Ne? Dann haben wir es für heute. Wie gesagt, denk mal nächstes Mal nochmal dran an den Kohl, den wir dorthin säen. Müssen wir erst ein bisschen Dünger, glaube ich, hinmachen. Und hier, ne? Ja. Dünger und Zeugs und Bums. Und wir waschen uns. Ja, Beeren bräuchte man eigentlich auch. Und ach, wir können so viel machen. Ne? Wenn man wüsste, wie und wann. Damit ich nicht ganz so schlimm stinke, wenn ich zu meiner Frau ins Bett steige. Und ich sag ciao, ciao für heute. Haben wir eigentlich noch Zwiebeln? Schade eigentlich. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal.